Der Verdacht liegt nahe, dass die Ex-Frau gelogen und doch etwas mit dem vorsätzlichen Unfall zu tun hat. Die Begegnung mit ihrer Rivalin verläuft äußerst feindselig. Frau Zerbedros, der Halter des Fahrzeugs, der heute das Fahrzeug ihrer Nachbarin abgedrängt hat, ist eine Firma SD GmbH. Kennen Sie die hier in Duisburg? Ja, die sagt mir was. Wer ist das denn? Die hat meinen Vater. Das ist also die Firma Ihres Vaters? Ja. Und Ihr Vater heißt Stefano, ja? Ja. Okay, 49 Jahre alt. Was hat Ihr Vater damit zu tun? Das ja, was hat Ihr Vater damit zu tun? Ein Fahrzeug, das auf den Namen Ihres Vaters zugelassen ist, ist das Fahrzeug, das Ihre Nachbarin hier, die neben Ihnen sitzt, abgedrängt hat mit dem Wagen. Also, beim besten Willen fahren Sie da hin und dann werden Sie sehen, dass man... Ich habe auch vorher noch was für Sie, was ich Ihnen gerne zeigen möchte. Können Sie bitte mal zu mir kommen? Ich habe nämlich Bilder aus dem Handy extrahieren können. So, da haben wir einmal das Selfie. Da sehen Sie dieses Fahrzeug. Kennen Sie das Fahrzeug? Schon mal gesehen? Ja, heute Morgen bei meinem Papa auf dem Gelände. Also das kommt schon mal hin, ne? Ja. So, ja, so. Und dann, wenn man das Bild genauer anschaut, zum Schluss, als krönender Abschluss, schauen Sie mal hier, den jungen Mann, den kann man doch wunderbar erkennen. Kennen Sie den? Schon mal gesehen? Ich glaube, ich habe den heute Morgen beim Frühstücken gesehen. Beim Frühstücken? Ja, dem Firmengelände? Ja, ich war heute Morgen bei meinem Vater, das ist richtig, zum Frühstücken. Er ist dann kurz raus und hat dann gesagt, er muss da eben was klären. Und da war, meine ich, auch der besagte Mann. Die haben sich da ein bisschen die Hände gereicht und er hat ihnen einen Umschlag gegeben, meine ich. Aber den haben Sie aber heute Morgen das erste Mal gesehen? Ja, aber also oder beim besten Willen, mein Vater kann da nichts mit zu tun haben, also wirklich. Ja, erstaunlicherweise hat Belinda ja noch ihre Aussage ergänzt, ihre Beobachtung vom Morgen ergänzt. Denn sie hat gesagt, ihr Vater habe einem der beiden einen Umschlag gegeben. Sie wusste aber nicht, was da drin war. Ja, da sind auch zwei zu sehen, aber zu erkennen und zu vergrößern ist eben nur dieser eine. Also es waren zwei Personen definitiv im Fahrzeug. Wirklich? Mit den SMS, das ist die eine Sache, dass ich da ein bisschen angepisst bin, aber mein Vater hat beim besten Willen definitiv nichts damit zu tun. Die Polizisten erhoffen sich von der Ex-Frau weitere Auskünfte über deren verdächtigen Vater. Kommissar Frendenbergers Taktik, er appelliert an ihr Mitgefühl, indem er ihr klar macht, dass die Geschädigte allein durch großes Glück mit nur leichten Verletzungen davongekommen ist. Der Plan geht auf. Die junge Frau will kooperieren. Jetzt haben wir dahingestellt, was zwischen uns vorgefallen ist, aber das, was Sie widerfahren ist, tut mir echt leid, aber ich habe damit, wie gesagt, nichts zu tun. Ich wollte niemals, dass Sie irgendwas passiert. Also ich habe Belinda bei ihren Angaben beobachtet, ihre Gesichtszüge, und das war ziemlich identisch mit dem, was sie auch gesagt hat. Da bin ich mir ziemlich sicher. Es tat ihr leid, was da passiert ist, aber mehr als Pech an den Hals wollte sie ihr wohl nicht wünschen. Ich schätze, wir werden Ihrem Vater mal ein bisschen auf die Zähne fühlen müssen. Bei einem Zahn wird es nicht bleiben. Und dann sind wir hier soweit fertig und dann gehen wir unseres Weges und wir kümmern uns dann weiter um die Ermittlungen. Ja, und die weiteren Ermittlungen werden jetzt so verlaufen, dass wir zu Stefanos Villa fahren und wollen mal hören, was das noch für Neuigkeiten bringt. Wir haben jetzt einige Fakten und die werden wir verdichten. Ich würde das jetzt auch sehr wirklich. Mich würde es auch interessieren, was mein Vater damit zu tun. Ja, gut. Die Beamten schicken die beiden Frauen nach Hause und brechen selbst sofort auf. Kurze Zeit später erreichen die Kripo-Kommissare die Villa des Verdächtigen und machen gleich bei ihrem Eintreffen eine unerwartete, aber entscheidende Entdeckung. Hör mal, das ist doch das Tatfahrzeug. Das gibt's doch gar nicht. Der steht hier ganz locker vor der Tür. Das ist genau der Wagen. Egon von 3612, wir brauchen am Objekt Verstärkung. Das Fahrzeug, das haben wir hier gesichtet, vorm Haus. Die Beamten wollen den PKW zweifelsfrei als den Wagen identifizieren, der die junge Frau von der Straße abgedrängt hat. Oh ja. Das passt doch wie die Faust aufs Auge. Stimmt, Kennzeichen stimmt, Beulen. Plötzlich tauchen die Geschädigte und die Ex-Frau am Einsatzort auf. Sie wollen unbedingt den Grund für den Autoanschlag erfahren. Die Polizisten sind verärgert. Schließlich müssen sie sich auf den bevorstehenden Zugriff konzentrieren und nicht darauf, die beiden Frauen zu schützen. So, und jetzt bleiben Sie bitte draußen. Oh je. Hier sitzt ihr. Was ist denn hier passiert?
Herr Drost? Was ist denn hier los? Oh, Herr Drost. Raus, aber sofort! Kriminalpolizei. Was ist denn Kriminalpolizei? Das ist Nein. Ist Ihnen doch wohl klar, oder? Das ist kein Ausstehensbruch. Beruhigen Sie sich bitte. Ja, Kriminalpolizei, haben Sie denn Ihren Durchsuchungsbeschluss auch dabei? Ein Durchsuchungsbeschluss ist beantragt, er wird hier hingebracht. Herr Drost, das interessiert mich gar nicht, was beantragt ist oder was Sie hier passiert? Haben. Was ist hier passiert? Das ist doch völlig egal. Jetzt bleiben Sie doch erstmal hier. Soll das denn? Lassen Sie meinen Kollegen los, aber Chucky. Zu ihrem Schutz müssen die Kommissare dem Verdächtigen Handfesseln anlegen. Doch sein aggressives Verhalten ist nicht der einzige Hinweis, dass hier etwas nicht stimmt. Was ist das denn für ein Geräusch? Ach, das ist kein Geräusch, das sind Sie! Mein Gott! Aua. Ist das nicht rum? So, lass mich. Komm mal fest. Ja, als wir mit dem Herrn Dross beschäftigt waren, hörten wir auf einmal Geräusche. Das war wie so ein unterdrücktes Hilfeschreien. Und dem mussten wir natürlich dann nachgehen. Wir wussten gar nicht, was passiert ist. Und wenn ich dann einen Raum betrete, gehe ich natürlich ein gewisses Risiko ein. Aber wenn ich Hilferufe höre, dann muss es wirklich zügig gehen. Und deshalb haben wir uns auch beeilt. Was ist denn hier passiert? Kriminalpolizei, bleiben Sie hier! Halt, stehen bleiben! Komm. Polizei, bleiben Sie stehen, weil ich noch von der Schusswaffe Gebrauch. Bleiben Sie stehen, Polizei. Auf den Boden. Legen Sie sich auf den Bauch, auf den Boden. Für beide gilt das. Als wir gesehen haben, dass die beiden Männer geflüchtet sind, wussten wir, das sind Täter, was auch immer sie gemacht haben. Wir haben ja den jungen Mann gesehen, wie er da gefesselt war. Also geht man erstmal ganz stark davon aus, das sind diejenigen, die das gemacht haben. Und um die zu überprüfen, mussten wir natürlich hinterher. Das musste schnell gehen, ja. Das ging auch schnell. Kollegen, kommt da mal rüber. Zwei Festnahmen. Die andere Hand. Gerade rechtzeitig trifft die alarmierte Verstärkung am Einsatzort ein. Einen der festgesetzten Männer erkennen die Kripo-Kommissare. Es ist der Fahrer des Tatfahrzeugs. Oh, guck mal hier. Tja, wir haben so... Hey, das ist meins! Was ist das denn? Ist da noch mehr drin? Ja, als die Täter vor uns geflohen sind, hat einer der beiden Täter einen Umschlag mit Geld verloren. Und mir kam sofort in Erinnerung, dass ja die Tochter des Herrn Dross von einem Umschlag gesprochen hat, den er zwei jungen Männern übergeben hätte. Du hast mich verstanden, die Fresse auf. Was ist denn hier los? Nichts ist los. Die mutmaßlichen Täter sind offenbar nicht nur für den PKW-Anschlag verantwortlich. Die drei halten zudem einen Mann gefangen. Und das ist kein geringerer als der Freund der Geschädigten, der Ex-Schwiegersohn des Verdächtigen. Papa, was hast du denn? Es kamen zwei Leute auf Arbeit. Halt den Mund! Die haben wollten wissen, wo eine Werkstatt ist. Und doch, jetzt sei ruhig, das auf einmal haben die mich überwältigt und ich bin auf einmal im Kofferraum gelandet. Aha, zwei Leute. Ich glaube, durch die halbe Stadt ist er in den Kofferraum gelandet. Und auf einmal geht der Kofferraum auf und dann steht er da. Ach, das ist eine Schere. Ja, dann steht er, Stefano steht vor mir. Stefano, ja? Und schlägt mir in den Magen. Das hast du geträumt, in den Magen geschlagen. Der Verdächtige wollte anscheinend seinen früheren Schwiegersohn und dessen neue Freundin gezielt schädigen. Dafür benötigte er zwei Handlanger und fand sie in zwei seiner Mitarbeiter aus dem Großhandel. Ross oder so heißt der. Und der hat uns beauftragt, das Ganze hier durchzuziehen. Ja, hat uns einfach angequatscht hier. Und das, sieht man ja das Haus, ey. Ja, okay. Und das viele Geld, das sie da bei sich trugen? Ja, das ist natürlich von dem. Das hat er ihnen... Halt doch die Klappe. Das hat er ihnen... Du denkst, wir kommen jetzt noch raus oder so? Bist du doof? Der Zug ist abgefahren. Der hat ihnen also das Geld gegeben, den Auftrag erteilt, den Herrn... Ihnen den Auftrag erteilt. Herr Hausmann hat ganz klar gesagt, er hat uns beauftragt, er hat uns Geld gegeben, damit wir den abkassieren und dann hier zu ihm bringen und ihn fesseln und knebeln. Die Blondine ist irgendwie total übergeschnappt, weil er irgendwie eine neue hat oder so. Ja, das lass mal nicht Ihre Sorge sein, okay? Sie sind ja in dem Moment eigentlich nur der Verrichtungsgehilfe oder sowas. In der Vernehmung finden die Kommissare das Motiv für die Angriffe heraus. Der Täter ertrug es nicht mehr, dass seine Tochter so sehr unter der Trennung von ihrem Ex-Mann litt. Er wollte sich deshalb an seinem ehemaligen Schwiegersohn rächen und dessen neue Liebe zerstören. Mann, das tut mir so leid, wenn ich das gewusst hätte. Ich hätte nie gedacht, dass mein Vater für sowas fähig ist. Die Straftaten, die die beiden Tatverdächtigen und der Herr Dross begangen haben, zielen so in die Richtung Entführung, Freiheitsberaubung, Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung. Das wird aber dann die weitere Ermittlung ergeben. Die Vernehmungen müssen noch stattfinden. Und letztendlich wird es zur Anklage kommen. Das wird dann mit der Staatsanwaltschaft geregelt.
Gut, wir machen das so. Sie werden vom Krankenwagen abgeholt, begeben sich ins Krankenhaus, lassen, wie gesagt, Ihre Verletzungen dokumentieren, attestieren. Ja, und alles Weitere, wenn wir Sie noch weiter als Zeugen, Sie sind ja Zeuge in dieser Sache, vernehmen müssen, dann laden wir Sie vor. Die Täter werden unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Entführung und Freiheitsberaubung angeklagt. Seinen Plan, das junge Paar auseinanderzubringen, hat der Ex-Schwiegervater klar verfehlt. Denn die schlimmen Ereignisse haben die beiden nur noch mehr zusammengeschweißt.